Kapitel 10. Zurück am Fall. Hey, JC. Interesse an einem Job? Klar doch. Solange ich dabei keine Tiere reiten muss. Da muss ich dich enttäuschen. Es ist Teil der Sache. Echt? Um was geht's denn? Ein Bekannter möchte, dass der riesige Roboter T-Rex aus dem Museum geklaut wird. Ein Tyrannosaurus. Rex. Wer, will das bitte? Ein Privatkäufer. Vertrau mir, du willst nicht wissen, wer es ist. Er wird langsam zu einer... Nun, wie auch immer. Sag einfach Bescheid, wenn du aus dem Museum raus bist. Alles klar, Winnie. Ellie, ich glaube, ich habe eine Spur im Fury-Fall. Im Bluebell-Nationalpark? Nein. Winnie hat mich wegen eines Jobs im Museum angerufen. Soll einen Roboter-T-Rex klauen. Okay. Wenn mein Onkel fragt, wo du bist, regle ich die Sache schon. Danke. Und sag dem Chief besser noch nichts, okay? Sicher. Farmer Hayes. Na, perfekt. Du hast nicht zufällig meine Schweine gesehen? Die ich zusammengetrieben habe? Ah, ja. Hab mich einmal umgedreht und zack, waren sie alle weg. Sind wohl schon in Lego City. Wenn du Ausschau nach ihnen halten würdest, wäre das sehr nett. Besteht auch keine Eile. Okay, Mr. Hayes. Wunderbar. Wenn du eins findest, steck es einfach in die nächste Schweinekanone, damit es hierher gefeuert wird. Okay. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lego City Undercover. Wir haben ja das letzte Mal die Schweine in Stall wieder eingesammelt. Und heute sind die schon wieder weg. Also eigentlich für umsonst. Ganze Mühe. Ah, ein Polizeimotorrad, das nehme ich mir. Sorry, das ist ein Notfall. Jo. Dann fahren wir mal. Ich bin am Museum, Ellie, aber ich komme nicht rein. Ich habe mir die Pläne mal angesehen. Versuch's mal übers Dach. Man kommt da aber nicht ohne weiteres hoch. Schon okay. Ich habe da so eine Idee. Gibt es in der Nähe größere Gebäude, auf die ich rauf kann? Die Kunstgalerie vielleicht. Wieso? Ich habe ein Huhn, mit dessen Hilfe ich vom Dach der Kunstgalerie auf das Museumsdach gleiten kann. Wow, sowas hört man auch nicht alle Tage. Ja. Viel Glück, Chase. Na gut, dann fahren wir halt drüber. Ist man auch ganz unauffällig mit Sirene hier ein Haus lang gefahren. Ob das nicht schon auffällig genug wäre. Und jetzt dann noch einbrechen. Ja. Da sind wir auch. Eine normale Blume. Ich muss dringend los. Ich muss einkaufen gehen. Das mache ich morgen.
Huch. So, wohin jetzt? Achso, okay, interessant. Warte mal, wenn da rot zeigt, dann brauche ich den in grün. Gut. Ja. Hier habe ich noch eine Münze vergessen. Mann. Machen wir einen Riesenventilator, wa? Ja. War das naheliegendste. Warte mal, wie soll ich denn da hochkommen? Ah. Okay, so komme ich dann doch da hoch. Nein. Wieder ein Treppchen runter. Was haben wir hier jetzt eigentlich? Kann ich da hoch? Nö, kann ich nicht. Na gut. Mal sehen, ob ich das auch beim ersten Mal schaffe. Geschafft. Wo muss ich rein? Muss da oben hin, ne? Jetzt will ich nicht wieder da runterfallen. Ah. Achso, ich brauch den Undercover wieder. Ey, was war denn das jetzt? Hä? Na, geht doch. Hü, ho, hü, ho.
Gut, dann holen wir mal den Einbrecher. Und Rinder. Und rein in die gute Stube. Krieg jetzt kein schlechtes Gewissen, Chase. Denk einfach dran, was sie dir damals als Kind für den Plastikdinosaurier abgeknöpft haben. Richtung. 9 Buchstaben. Senkrecht? Nee, waagerecht. Oh, war ja klar. Gut. Was denn? Ich habe gerade mit Huckleberry telefoniert und er hat dich seit Stunden nicht gesehen. Wo bist du? Ich habe eine Spur, Chief, und sie führt direkt zu Rex. So, du hast also nicht nur meinen Befehl missachtet, du klaust wahrscheinlich auch wieder was Teures, oder? Bist du sicher, dass es mit Fury zu tun hat? Ja, Winnie will, dass ich den Roboter T-Rex aus dem Museum für jemanden klaue. Das kann einfach kein Zufall sein. Klingt mir ganz nach Fury. Gut, ich lasse dich dieses eine Mal noch gewähren, McCain. Aber wenn das eine Sackgasse ist, kannst du den T-Rex gleich fragen, ob im Museum Wärter gesucht werden. Oh. Das ist der größte je in der Bluebell-Mine gefundene Lego-Silberklumpen. Gefunden wurde er, als er Silas Fletcher auf den Kopf fiel. Seine Angehörigen waren so freundlich, ihn dem Museum zu stiften. Meint ihr den Zug als Edelstein oder was? Ey, ich glaube genau... Aber ganz genau denselben Zug habe ich auch. Ja, den habe ich auch. Ist genau derselbe. Ja, nicht schlecht. Dieser Wagen hier hält den Geschwindigkeitsrekord. Er fiel aus dem Transportflugzeug und erreichte eine Endgeschwindigkeit von 500 Meilen pro Stunde. Müsste er dann nicht eigentlich kaputt sein? Oder ist er mit dem Fallschirm gelandet? Hier haben wir einmal das. Zum Aufmachen wahrscheinlich. Dachte schon, das macht einen Zug kaputt. Wow, jetzt wird man schon im Museum fast überfahren. Und weg ist er.
Ein Zug im Museum. Diese Dampflok wurde bei der Eröffnung des ersten Lego City Bahnhofs vorgestellt. Ihr erster Einsatz war aber erst 2 Jahre später, nachdem der zweite Bahnhof fertiggestellt wurde. Interessant. Dann fahren wir einmal zu der Haltestelle. Zur nächsten Haltestelle. Und dann wahrscheinlich wird der hochgefahren. Wie eine Treppe, denke ich mir mal. Dies ist die historische Lego City Straßenbahn, die vom Hochstapler Tricky Jimmy an nicht weniger als 12 Kunden verkauft wurde, von denen keiner den Teil des Vertrags gelesen hatte, in dem steht, Fahrgestell nicht enthalten. Hm. Ja. Immer schön das Kleingedruckte beachten. Diese Tiefpumpe ist über 100 Jahre alt. Benannt wurde sie nach ihrem Erfinder, Johann Tiefpump. Aha. Tiefpump. Interessanter Name. Für wo brauche ich das nochmal? Ach, für hier. Ja, die falsche da. So. Ein Schlüssel. Was kann ich jetzt machen? Stimmt hier irgendwas. So, kann ich hier das wahrscheinlich da drüben hinstellen. Hier hin. Jetzt läuft das Teil auch. Machen wir hier mal die Blumen schnell. Jetzt habe ich auch eine Fernbedienung dafür.
Wahrscheinlich brauche ich die Steine hier noch. Dieses Piratenschiff wurde mit Hilfe von... Die Dinosaurier-Ausstellung. Ich brauche noch eine Menge Steine, sehr bevor gut. ich den Superbau benutzen kann. Der T-Rex muss da drin sein. Okay, alle sprechen durcheinander. Oder er spricht durcheinander. Mit sich selber. Na, siehst du, jetzt kann ich das doch bauen. Wusste doch, für irgendwas brauche ich das. Ein Flugzeug. Kann ich hier auch irgendwas machen, oder? Nein. Aber warte mal. Nee, dafür brauche ich dann Rot, ne? Egal. Okay. So, und den letzten hier auch nochmal. Die letzte Wanne gießen. Da ist ein Poster vom T-Rex. Und jetzt sind wir im Weltall. Ging ja schnell. Gut, was müssen wir jetzt hier machen? Einmal das Steinchen da einsammeln. Ach so. Jetzt komme ich hier wieder raus. Na, da haben wir doch das, was wir gesucht haben. Rote. Rote Farbe. Das ist jedenfalls kein T-Rex. Na komm her. Gut, mit dem Rex
Yuri kriege ich das erst hin, aber den werden wir nicht kriegen. Zumindest jetzt noch nicht. Zu diesem komischen Auto hier hinten. Weil ich muss dann das hier einmal drücken und dafür brauche ich den Rex. Macht der Lego. Ich weiß. Das macht ja Lego bei allen Spielen, damit du nochmal das Spiel durchspielst mit den ganzen Charakteren und ja. Doch, jetzt. Riecht es hier verbrannt? Ja. So, dann mach mal irgendwas auf. Gleich mehrere Sachen. Ägypten. Na toll. Das T-Rex-Exponat ist noch gar nicht aufgebaut. Ja. Ich besorg mir besser ein paar Supersteine. Genau so ist der Brontosaurus wohl entstanden. Durch Superstein? Naja, war ja keiner da, ne? Also, kein Augenzeuge. In der Zeit, wo Dinos noch gelebt haben. So, dann werden wir jetzt mal die Steine da ganz schnell suchen, damit wir da auch wieder 30 Stück haben. Also 30 von den Steinen hier. Gut, dann fangen wir mal in Ägypten an. Ja. Hoffentlich ist diese Mumie nicht verflucht. Ja, hoffentlich, ne? Oh Mann. War ich zu eilig. Gut. Mach hier schnell. Ah. Aber ich hab's doch noch. Oh, ja. Sagt er auch. Das ist gut. Hab ich nichts gesagt. Und jetzt? Okay, es ist hier richtig. Nee, da ist auch falsch. Jetzt ist hier richtig. So, jetzt noch auf der anderen Seite.
Das ist falsch. Das ist richtig. Jetzt habe ich genug Steine, um den T-Rex zu bauen. Na, siehste. Oh, hallo. Ich habe eine Menge Supersteine gefunden. Vielleicht lässt sich hier irgendwo was bauen. Ja, das habe ich auch schon zu Ende gebaut. Oder meinst du was anderes? Ah, jetzt verstehe ich's. Ja, Volltreffer. Warum geht das nicht kaputt? Hey, ah, jetzt geht's kaputt. Ich hab eben das Rad neu erfunden. Warte, habe ich dafür nichts gekriegt? Ja, tatsächlich. Ich habe dafür nichts gekriegt. Okay. Der T-Rex war einer der größten Fleischfresser, die je gelebt haben. Bis zur Geburt meines Onkels Dave. Der haut sich das Essen rein, als gäbe es kein Morgen. Genau, Chase. Immer schön unauffällig. Level abgeschlossen. Würde ich sagen. 2 Sterne. Und 100%. Aber ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Links kommt ihr zu meinem Kanal, rechts sind beide Videos verlinkt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.